Hallo und herzlich willkommen zurück in Northcrest Manor bei Let's Play Thief mit mir, dem Flo von Maximum Gaming. Und wir sind jetzt gerade, wie ich schon gerade eben gesagt habe, in der Northcrest Manor, also in dem Anwesen, in dem wir zu Beginn des Spiels waren, und müssen jetzt mit dem Baron, der hier haust, ein ernstes Wörtchen halten in seinem Studierzimmer, weil er sich nicht... Oh mein Gott! Sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuch. Ich sollte aufpassen. Baronoid, cool. Okay, nee, das war jetzt scheiße. Da war ich jetzt ein bisschen übermütig, okay. Ja, und wie ihr seht, ist ja alles voll mit Fallen. Und wir müssen jetzt eben in sein Studierzimmer kommen, weil er da drinnen festsitzt und sich nicht raustraut, weil die Stadt oder die Burg, das Anwesen, sein Bergfried, belagert wird. Haben wir überhaupt eine Karte? Karte ansehen? Ja, haben wir. Hier wird es eine Treppe hochgehen und da geht es eine runde Treppe hoch. Dann gehen wir mal hier lang und nicht da hinten den anderen Weg. Unselbstverständlich versuchen wir möglichst leise und unauffällig zu sein. Aber da drüben ist... Ups, schon mal... Halte du Wache! Ich sehe mich mal um. Grob richtig. Ja, nein, da ist nichts. Jetzt machen wir den Sprank wieder Diese zu. Diese verdammte Stadt... Und dann schleichen wir dort hinten mal durch die Schatten. Oder ich guck mal, ob wir hier irgendwo... Und dann können wir nicht. Ich muss schlafen. Ach, das mit den Schritten ist ja cool gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich gerade gucken, ob man hier irgendwo einen Seilpfeil nach oben schießen kann. Aber das ist leider nicht so. Ein Königreich für einen Kaffee. Schön, dass die Männer des Barons nicht hungern müssen. Wäre auch nicht schön, mit knurrendem Magenbettler zu hängen. Oh. So. Die Kerze hier machen wir mal aus. Und dann stellen wir uns mal hin. Und laufen hier ganz gemütlich durch die Gegend und gucken uns um, was es denn hier Schönes gibt. Und nehmen uns kurzerhand mit langen Fingern einfach mal flott alles mit. Und nochmal und nochmal. Aber ich sehe dir jetzt auch gerade gar nicht mehr, der Typ, der hier rumgelaufen ist. Ich glaube, der guckt sich gerade woanders um. Und hier in dem Schränkchen ist gerade nichts. Das heißt, wir können weiter... Ach, die sind komplett weg, die Typen. Und da ist eine Tür. Interessiert mich, wo die hinführt. Aber erst einmal... Oh, da kommt jemand. Ah ja, alles klar. Fühlst du dich auch manchmal beobachtet? Das sind nur die Gemälde. Ganz ruhig. Hopp, ja. Ich will heute Nacht nicht sterben. Nicht wie ein gemeiner Dieb. Okay, jetzt ist der Typ wieder da. Aber da gucken wir jetzt nicht rein. Und der flitzt. Mir knurrt der Magen. Lang. Da hinten ist noch eine Wache. Und hier ist eine Abstellkammer. Dann gucken wir mal hier in die Abstellkammer rein. Vielleicht gibt es ja einen Geheimgang. Nö. Doch. Überall gehängte Wachen. Und zwar hier. Hunderte von ihnen. Und wir mit dem Rücken zur Wand. Ich würde lieber draußen versuchen.
Wir werden sterben. Wenn du dich weiter aufführst wie ein Waschweib am Galgen, dann ja, dann wirst du sterben. Tu einfach, was dir gesagt wird. Zum Glück gibt uns hier der Schachtisch gut Schatten. Neues Dokument. Eastwicks Brief, den lesen wir uns mal durch. Werter Lord Northcrest, es war enorm aufwendig, die versiegelte Kammer zu eurem neuen Tresorraum umzubauen, aber das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Der Schalter zum Öffnen des versteckten Eingangs befindet sich, wie von euch gewünscht, hinter dem Gemälde mit dem Löwen. Wie in der Anweisung aufgeführt, liegt der Schlüssel zu eurem wertvollsten Besitztümern nun in dem Originalmonument im Inneren. Seid versichert, dass dieses Schreiben von einem Boten überbracht wurde und es keine weitere Kopie gibt. Euer treuer Diener und Kunsthandwerker Theodore Eastwick, berufener Hofarchitekt, der Eastwick... Baron, Baron, Baron. Wichtige Briefe sollte man niemals offen herumliegen lassen. Also, wo ist dieses Bild? Kaffeebohnen Carni geht. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Der Baron Eastwick ist gestorben, hat sich selber aufgehängt, wie wir in einer Folge gesehen haben. Und ich werde jetzt erstmal hier das Feuer ausschießen, damit ich mich ein bisschen näher an die Türen rantrauen kann. Und die Soldaten uns hier nicht so schnell entdecken. Wobei das sehr schwer wird, weil die hier jetzt komplett durchweg patrouillieren. Ah, Sianna an. Und schon haben wir das Problem gelöst. Tür zu. Licht aus. Und weiter geht's. Mit unserem kleinen Diebesausflug. 25 Büste des Barons. Und hier drüben ist ein Loch in der Wand. Was? Wie sehen wir? Kriegen Sie meine Klinge zu spüren? Wachen, Wachen, Wachen. Nur Wachen überall. Nee. Aber ich werde jetzt hier mal kurz stehen bleiben. Und ein Schlückchen trinken. Da werde ich jetzt nämlich mal Werbung machen für gesunde Ernährung. Und da gebe ich euch jetzt einen Tipp mit an die Hand. Immer schön genug trinken. Das ist gut für den Körper und für den Geist. So, viel besser. Jetzt bin ich wieder frisch. Und jetzt geht's weiter. Raus aus dieser Sackgasse. Und rein in die Arme der Wachen. Denke ich jedenfalls. Nee, nicht wirklich. Das ist natürlich jetzt sehr scheiße. Wir müssen da drüben schon hin irgendwie. Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Aber ich guck mal, ob wir irgendwie einen anderen Weg gehen können. Jetzt machen wir hier unseren Special Skill. Warte hier. Halt die Stellung, während ich mich umsehe. Die Straßen sind so ruhig. Nein, 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 nein. Nicht knacken, nicht knacken. Nicht mit dem Typen da. Okay, doch knacken. So schnell geht's. 30 Ehrenzeichen der Wache. Oha. Jetzt bestehen wir die sogar schon mit ihren Ehrenzeichen. Hier drinne befindet sich nichts. Das ist jetzt die andere Seite der Eingangshalle. Und da werde ich jetzt auch gleich mal reingehen. Und da werde ich jetzt auch gleich wieder rausgehen. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Zeig dich, wer immer du bist. Hörst du mich? Ein Scheiß. Verdammter Luftzug. Ja, dann gehe ich mal hier wieder rein und mach die Tür wieder zu. Ach man, überall Wachen, ey. Aber ist natürlich auch nicht verwunderlich, wenn jetzt hier der Baron Northcrest von den Götzen belagert wird
Und ich würde euch jetzt wirklich liebend gerne... Moment, waren wir hier nicht schon mal? Natürlich waren wir hier, das ist die andere Seite. Ja, das war die andere Seite. Also sind wir jetzt einmal komplett im Kreis gelaufen, die Treppe hoch, rum, die Treppe runter und wieder in den Keller. Na jedenfalls, was ich sagen wollte, ich würde jetzt gerne für euch hier mal Götzen definieren. Was zur Hölle? Ey, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wir sind hier nicht in der Nervenheilanstalt. Und der Typ hier. Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Hallo? Nein, das Spiel hat sich aufgehangen! Verdammt! Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn ich es wieder hingekriegt habe. So, hallo Leute, und jetzt wieder herzlich willkommen zurück. Stelle den Baron in seinem Studierzimmer. Das Spiel hat sich aufgehangen und wir müssen wieder von vorne anfangen. Der Gestank der Stadt wird immer schlimmer. Und das... Moment, sag bloß, wir sind jetzt total den Bullshit gelaufen, obwohl es mega einfach gewesen wäre. Na toll. Ja, im letzten Versuch sind wir hier... Kalt heute Nacht. Aus einer Seite des Kellers raus, außen rumgelaufen, durch sämtliche Räume und wieder in die nächste Seite des Kellers, wieder unten rein. Und jetzt... Wenn es stimmt, was man so hört, werden die Männer auf offener Straße gehängt. Jetzt sparen wir uns den Umweg und gehen mal in den zweiten Stock und schauen uns hier um. Und hier sind überall abgedeckte Möbel. Ich hab's gewusst, weil hier dieses abgeschissene Ding war. Naja. Und jedenfalls der baronoide Baron Northcrest hat hier in seinem Heim alle Wachen verscharrt und versammelt, die er noch finden konnte. Und das geht uns jetzt natürlich tierisch auf die Eier. Ach, was ich auch schon fast vergessen hätte jetzt zu sagen, was mir vorhin auf der Zunge lag, beziehungsweise jetzt gerade eben. Vivian. Das Let's Play geht jetzt mittlerweile schon fast 8 Stunden. Also ich bin ja schon fast 8 Stunden dabei, Thief zu spielen. Und wir sind jetzt schon im 6. Kapitel, das ist das vorletzte. 7 Kapitel hat das Spiel. Und ja, das ist jetzt das erste Mal, dass es abgestürzt ist. Und wir werden jetzt erst einmal den Brief vorlesen von Baron Northcrest an seine geliebte Vivian. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Shiptons Bankett. Mitten in meiner Rede über automatisierte Arbeiter in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten mit Urkraftenergie zu stören. Mayhew war so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern, woraufhin sie die Vermutungen äußerte, die Eisensklaven könnten von echten Gedanken ebenso profitieren, wie die Menschen es tun. Dann lachte sie und postulierte die Frage, ob uns das nicht zu Göttern machen würde. Vivians erschütternde Preisgabe religiöser Denkschemata traf mich bis ins Mark. Ich werde derartigen Unsinn nicht tolerieren, schon gar nicht unerwünschte Fantastereien, verdammte Kacke. Unerwünschten Schabernack und zusammenhangloses Geschwätz meiner Frau über Dinge, die sie gar nicht begreifen kann. Ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr, ach du Scheiße, ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr keine derartigen Gefühle erwartet, aber ihre aktuellen Narreteien betrachte ich nachgerade als persönlichen Verrat. Ich werde etwas unternehmen müssen. Narreteien, okay, cool, jetzt habe ich ein neues Wort gelernt, mit dem ich Leute beleidigen kann. Werte Lord, mich deucht, ihr wollt mich linken mit euren Narreteien. So, aber jetzt mal aus dieser mittelalterlichen Sequenz wieder nach draußen ins neue Steampunk-Leben, in die Realität zurück. In den zweiten Stock von Lord Northcrest's Manor.
Und ich glaube, da drin ist eine Wache. Nope. Überall Ratten. Aber wo ist der dann? Naja, machen wir mal die Spinte auf, die Schränke und gucken, was es hier zu finden gibt. Ein Taschenporträt. Und wieder zu mit dem Ding. Mir tut der Rücken weh. Und was ist das? Die Erweckten. Mhm. Noch ein Ehrenzeichen der Wache. Und nichts weiter. Dann lesen wir mal den nächsten Text und danach... Halte du Wache! Ich sehe mich mal um. Ah, hier sind wir jetzt. Dann lese ich jetzt mal den nächsten Text und danach verkriechen wir uns nach da oben. Dokumente Baron Northcrest, die Erweckten. Okay, das ist mir jetzt zu viel Text, den werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich werde es nur mal kurz zeigen. Wenn ihn jemand lesen will, könnt ihr das gerne selber machen. Einfach auf Pause drücken und dann schön in Ruhe durchlesen. Und mich nicht verkriechen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier auf den Schrank, auf das Rohr und durch das Loch. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ich wünschte, ich könnte lesen. Ja, das hat uns nicht sonderlich weiter... Aha, was ist das denn? Jetzt müsste ich natürlich wissen, für was das war. Wachen sind hier aber auch auf jeden Fall keine. Es wird spät. Die Falle haben wir schon ausgelöst. Geht's da hinten denn noch weiter? Ja, das ist ein kompletter... Nee, ist kein Rundgang. Aber wir schauen da trotzdem mal nach, weil hier nämlich noch ein Taschenporträt liegt. Was ist das mit den Götzen und dem Bergfried? Ja, die haben die Reichen in Dayport ziemlich gebeutelt. Dayport galt als uneinnehmbar. Und wir versuchen, den Baron in seinem verfluchten Anwesen zu schützen? Denkst du, er ist wirklich hier? Das gilt es herauszufinden, ob der Typ wirklich da ist. Da hinten ist ein Loch in der Wand, durch das wir mal durchlugen könnten. Und das werden wir auch mal machen. Vielleicht sehen wir ein kleines Geheimnis. Oh. Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Finde einen Weg in den Geheimraum. Ulala, okay, dann machen wir uns das mal zum nächsten Ziel. Bevor wir gestorben sind, in der letzten Folge, oder beziehungsweise bevor sich das Spiel aufgehangen hat, haben wir im unteren Stockwerk ja einen Zettel gefunden, im Schachzimmer, wo drauf stand, wo denn der geheime Eingang ist, und zwar beim Gemälde mit den Löwen. Hier ist schon einer. Und da war der nächste. Natürlich hört das keiner. Neue Karte. Sieht aus wie die alte Familienkapelle. Die Northcrests haben wohl wirklich keine Zeit für die alten Götter. Erleichtere den Baron um seinen Schatz. Da hieß jetzt aber irgendwas von einer... Oh, okay. Jetzt müssen wir hier wieder ein Rätsel lösen. Ich glaube, gibt es hier denn irgendwo ein Wappen? Ist das hier irgendwo abgebildet, damit ich mal gucken kann? Nee, da müssen wir halt probieren. Okay. So, rot stimmt schon mal. Nee, ich glaube, hier muss auch rot sein. Nein! Nein! So, 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 so. Rot und rot, dann ist hier drüben irgendwas anderes. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil es ausgeblichen ist. Ich nehme einfach mal die Dinger, wo am wenigsten zu sehen ist. Vielleicht stimmt's ja und es scheint nicht zu stimmen. Dann müssen wir mal gucken, was ist das da oben denn für ein Zeichen? Okay, dann nehmen wir mal das.
Ja. Ja. Nee. Nee. Vielleicht so. Und. Ach ja. Nee, auch nicht. Das sieht mir auch falsch aus. Gibt's hier denn irgendwo ein Abbild von dem, was da hin muss? Scheint nicht so, ne? Ach ja, dann fummeln wir da halt weiter rum. Anpassen und drehen. Das hatten wir noch nicht. Das hatten wir noch nicht. Wenn die oberen drei stimmen, müsste das unterste ja sowieso automatisch einrasten. Das hier sieht schon mal, ups, richtig aus. Eins von den beiden ist es. Jetzt ist aber natürlich die Frage, welches. Eigentlich gibt es da nur 4 hoch 4 Möglichkeiten. Aber da komme ich jetzt nicht drauf. Irgendein Schema muss es da doch geben. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ey, du bist so ein strunzblöder Typ. Die Lösung haben wir schon längst gesehen. Nur du noch nicht. Und ja, so ist das nun mal. Das passiert leider. Aber probieren geht über studieren. Vielleicht haben wir es in ein paar Minuten ja raus. North Crest, da unten steht. Was ist denn auf dem anderen abgebildet? Gar nichts. Da ist einfach nur die Blume, die Dinger. Ach, vielleicht muss das 1:1 das gleiche sein. Dann gucke ich mal oben. Dann ist das hier nämlich das Richtige. Wegen der, oder der Blume? Ist das das Richtige? Da oben muss die Blume hin. Ja, die ist da. Eine runde Blume. Im zweiten muss dieses Schild hin. Dieses Schild. Das ist das. Ist es das oder ist es ein anderes? Ist natürlich jetzt sehr doof zu sehen. Aber ich denke, das ist das Richtige, was ich da jetzt habe. Und dann beim untersten kommt das hin. Und dann hier unten irgend zufälliges. Nee. Northcrest, Northcrest. Aber was ist denn hier? Na, sieh mal dann an. Ah, wie cool ist das denn? Da oben liegt ein Gewicht drauf. Okay, die unteren drei sind schon mal alle richtig. Da müssen wir nur nach hinten gehen und das obere 1. Also da müsste. Nein, falsch. 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ha! Wunderbar! Schön, schön. Die ganze Zeit dachte ich, der Baron hat kein Herz. Und hier ist es. Tut mir leid, Northcrest. Das könnte jetzt wehtun. Ja, und somit haben wir das Herz des Löwen gefunden und geklaut aus Northcrests Geheimkammer. Mithilfe eines merkwürdigen, komischen Apparatismus hier hinten drinne, der jetzt ausgelöst hat,
ausgelöst hast. Der funktioniert hat. Und ja, wie es jetzt weitergeht, in der nächsten Folge werden wir das herausfinden. Und vielleicht werden wir auch dort schon Lord Northcrest, Baron Northcrest, den Baronoiden Northcrest zur Rede stellen in seinem Studierzimmer, wenn er sich denn nicht schon erhängt hat, wie die anderen komischen Fuzzis, denen wir auf unserem Weg begegnet sind. Und deswegen sage ich jetzt schon wieder, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Thief mit mir, dem Flo von Maximum Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. In meinen Träumen sehe ich sie sterben. Ich musste nie für etwas bezahlen. Bis jetzt.